Moin. 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 Herzlich willkommen zu Digitalpädagogik. Heute ist der Sonntag bei Maro. Wir haben in dieser Woche mit Lara zusammen nochmal ein Segenslied im Gepäck. Denn Segen geht ja bekanntlich immer, passt aber besonders gut, um ihn jemandem mit auf den Weg zu geben. Generell für neue Wege, die es zu beschreiten gilt. Eine besonders herausfordernde Aufgabe im Beruf, ein neues Hobby, neue Beziehungen, ein neues Ehrenamt. Das kennen wir alle, dass es gut tut, gute Wünsche mitzunehmen auf einem Abschnitt des Lebensweges. Nochmal ganz besonders viel Segen brauchen natürlich diejenigen, die noch ganz am Anfang ihres Lebens stehen, wo alles noch neu ist, alle Möglichkeiten noch offen. Und an diese denken wir heute mal ganz besonders. Nicht zuletzt deshalb, weil wir zurzeit im Freundes- und Bekanntenkreis so viele Babys und Kleinkinder haben. Und immer wenn wir so einem kleinen Wesen begegnen, dann wird dieser Wunsch besonders stark. Dass es Gottes Segen im Leben immer spüren wird und das Urvertrauen bleiben und immer wieder neu wachsen darf. Weil man eben noch nicht wissen kann, was diesem kleinen Wesen im Leben passieren wird. Uns Großen aber bewusst ist, dass die Stürme des Lebens unvermeidlich sind. Da sind gute Wünsche und gute Worte treue Begleiter und eben ganz besonders der beste aller Wünsche. Also, für euch alle und ganz besonders für die ganz Kleinen und alle diejenigen, die ihr Großwerden begleiten, der Vater im Himmel segne dich. Der Vater im Himmel segne dich und passe auf dich auf. Er gebe dir, was nötig ist, verlasse dich darauf. Gebe dir, was nötig ist, verlasse dich darauf. Seine Nähe und sein Frieden sollen immer mit dir sein. Seine Liebe und Vergebung sollen immer mit dir sein. Der Vater im Himmel segne dich und passe auf dich auf. Er gebe dir, was nötig ist, verlasse dich darauf. Der Vater im Himmel segne dich und passe auf dich auf. Er gebe dir, was nötig ist, verlasse dich.